zeigen, wie man von dieser niedrigen Schwingung, von Angst, von Sorgen, von so vielen Gedanken am Tag sofort überwinden. Also, wir können auch morgen früh, wenn aufstehen, schöne Musik anmachen und einfach tanzen, was ihr habt. Also ich habe heute einfach diesen Schal haben, weil ich sitze heute ganz schwarz und das ist auch meine Seite. Also meine Leben ist bunt. Ich möchte nicht alles schwarz und dann nehme ich einfach diese weiße Schal und dann verändert diese Aura fällt in mir, dass ich nicht traurig bin, dass ich nicht so viel Sorgen habe. Weil draußen im Moment mit diesem Virus-Thema ganz schwer, ich bringe die Leute nur Sorgen, Gedanken und traurig, diese Information zu bekommen. Also wenn ich das so sage, nicht, dass ich so isoliert in mir und nicht an die Außenwelt Gedanken zu machen, ich weiß das, aber ich weiß, das kann ich nicht von meinen Gedanken schicken, diese traurig, diese Sorgen nach außen. Weil nach dem Gesetz von Resonanz, dann bekomme ich wieder zurück. Und deswegen, ich bringe für mich innere Ruhe, innere Frieden in mir hinein und dadurch sende ich weiter. Und nehme ich ein schönes Stück Musik und tanze ich, nehme ich meine Schwingung höher. Und dadurch habe ich einen wundervollen Tag vor mir erwartet. Und ich nehme alles an, von dem Tag kommen, egal was. Und mit dieser Dankbarkeit, dass ich weiter atmen kann, dass ich weiter präsent kann und dass ich noch lebendig und dass ich noch hier stehe und dann mit euch diese Meinung zu teilen. Dafür bin ich so dankbar und das kommt immer schöner Wunder. Also diese göttliche Ordnung bringt für uns immer wunderschöne Wunder. Ob das gut, ob das schlecht, gut, dann freue ich mich. Wenn schlecht ist, dann kann ich umwandeln. Und das ist alles Lernen von meiner Inspiration. Und dadurch wachse ich und entwickle mich. Das ist diese meine tiefe Erkenntnis. Und dann kann ich euch so geben. Nun können wir tanzen weiter, oder? Mach einfach mit!
Ja, ihr Lieben, bin ich jetzt schon schön warm und das ist so schön. Ich brauche keine Heizung mehr. Also ich danke euch, dass ihr meine Video gesehen habt. Und ich, das ist schön, wenn ihr diese Video weiter teilen. Und ihr könnt auch schöne Übungen machen. Was ihr auch sendet von Gedanken, von Gesprächen, von Handlungen, von Wörtern, ist alles Resonanzgesetz. Hauptsache, dass ihr in diesem Bewusstsein, was ihr auch sendet. Also, in meiner Stelle sende ich lieber, was schön ist, was gut ist, was wertvoll ist nach außen. Also mit diesen negativen Gedanken kann ich mal umwandeln. Auch dieser Sinne, alles Liebe und vielen Dank.